Das sind die Grenzen der gegenwärtigen Blindenstücke. Im April 2010 hatten die Schülerinnen und Schüler der Naturwissenschaft- und Technikgruppe aus der damaligen Klasse 8a des Edith-Stein-Gymnasiums in Bretten die Idee, einen Hightech-Blindenstock zu entwickeln. Mit ihnen lassen sich zwar dank der beiden in unterschiedlicher Höhe angebrachten Ultraschallsensoren Hindernisse aufspüren, in Verbindung mit der elektronischen Schaltung reagieren die Sensoren bei manchen Hindernissen jedoch zu ungenau, zu spät oder gar nicht. Da die Gruppe damals weder genug Geld noch das erforderliche Know-how besaß, mussten sie Kompromisse eingehen. Also, der Stock hat funktioniert, außer dass er halt viel zu träge ist, viel zu schwer. Und die Sensoren arbeiten auch zu träge. Und das Ganze ist auch unhandlich für Blinde. Das heißt, die normalen Bewegungen sind nicht möglich. In einem Projekt mit Studierenden der Fakultät für Maschinenbau und Mechatronik an der Hochschule Karlsruhe versuchen die Schüler nun, die Blindenstöcke zu verbessern. Die Gruppe befasst sich derzeit mit Fragen der Energieversorgung, der Auswahl geeigneter Sensoren und des Materials sowie der Recherche von Patenten und Kaufpreisen bereits entwickelter Hightech-Blindenstöcke. Bei den Schülern bleibt es nicht nur bei Papier und Bleistift, sie mausern sich zu richtigen Produktdesignern. Der Prototyp? Schaumstoff, Knete. So nimmt eine Idee physikalische Form an. Wir machen aus Knete Versuche, wie wir nachher den Griff formen könnten. Dazu haben wir eine Knetstange genommen und in Schaumgummi rein. Und wenn man das dann so zusammendrückt, dann ist da der Handabdruck drin. Das Ergebnis ist vielversprechend. Optimal ist jetzt für die Person, die sagen wir mal 1,60 ist, wenn er dann den Stock so hält. Und wenn der Akku hier ist, der Akku wird dann hier irgendwo sein. Der gemeinsam weiterentwickelte Blindenstock ist leichter und flexibler als das Ausgangsmodell. Ein Highlight? Die Sensoren lassen sich individuell an die Körpergröße des Benutzers anpassen.